Ciao ragazzi, buongiorno an alle Freunde von veganstrasse.de. Willkommen wieder, hier ist eure Luigi Temporin. Was wollen wir heute machen? Heute machen wir eine tolle Salat und dann werden wir besondere, sehr wichtig und ganz interessant, die richtige Salatsauce zusammenmischen. Manche finden ein bisschen beim Salat ein bisschen die Bremsen und kaufen einfach fertige Soßen. Ich würde sagen, das braucht man nicht. Es ist super einfach, es geht super schnell, eine richtige, tolle, schmackhafte Soße für Salat herzustellen. Das machen wir zusammen. Schauen wir mal halt ein paar kleine Tricks und es geht ja eigentlich super einfach und sehr schnell. Los geht's, fangen wir an. Als Zutaten Olivenöl für die Soße, Balsamessig, Aceto Balsamico, Süßstoff, flüssiger Süßstoff, Eichblatt rot, Radieschen, Lollo hell oder Lollo verde, kleine Tomaten oder Cocktailtomaten, Feldsalat, schöne frische Feldsalat. Dann von Veganstrasse brauchen wir das Schinken, Bresaola Schinken. Dann brauchen wir eine leere Vase mit Deckel. Ruhig halt von Oliven oder Artischocken. Das Öl könnt ihr halt auch drin lassen, muss man nicht waschen. So schwarze Oliven oder grüne Oliven, wie sie möchten. Den Käse, und zwar diese Soja-Ricotta, was wir halt in der Homepage halt auch reingetan haben. Das finden Sie in unserer Homepage, wie man diese Soja-Ricotta herstellen kann. Auberginen, gegrillte Auberginen, da habe ich halt einfach von Feinkost was gekauft. Gegrillte Auberginen, trockene Tomaten, Artischockenherzen, dann eine frische Zitrone, Spargel, im Notfall, wenn nicht unbedingt Saison ist, kann man auch Dosen Spargel nehmen, aber wenn es schon frisch gibt, ne, ganz kurz kochen, also 5 Minuten kochen, dass die richtig schön knackig bleiben, und dann Pinienkernen, Sesamkerne und zuletzt, ganz wichtig, obendrauf Stracchetti, so gesagt eine Art von Puddingstreifen. Selbstverständlich 100%ig vegan. So, fangen wir an. So, bringen wir erstmal die Stracchetti auseinander, dadurch, dass die halt verpackt sind. Muss man auseinanderbringen. So, jetzt rösten wir die Pinienkerne. Und die Sesam etwas später.
wenn ihr große Flamme habt, dann schön immer bewegen. Bis wann die ein bisschen Farbe bekommen haben. So, schwarz müssen sie nicht werden. Wenn sie anfangen zu picken, klick, klack, klick, klack, dann sind sie ja auf jeden Fall fertig. Muss nur ein bisschen Farbe nehmen, kriegen mehr nicht. Ja, voilà. Und danach Sesam. Wenn der Sesam anfängt, sich wie der Popcorn zu benehmen. Sehen Sie, der springt ja halt aus der Pfanne raus. Ja, dann ist er fertig schon. Ne? Wir wollen jetzt die Puddingstreifen vegan kurz durchbraten. Dann brauchen wir heißes Wasser, ganz heißes Wasser. Ein bisschen Sojasauce, ja, das haben wir schon mal gemacht in einem unserer Videos. Hier, das ist Hefeextrakt. Da brauchen wir einen halben Teelöffel in das heiße Wasser schön einrühren. Olivenöl. Wir wollen ein bisschen Farbe bekommen. Volle Flamme. Es geht schnell, dass es sich reduziert. Das Fleisch bekommt nicht nur einen guten Geschmack, sondern auch eine schöne Farbe. Okay. Wunderbar. Okay, und nun fangen wir an unsere Vinaigrette, italienische Vinaigrette herzustellen. Wir brauchen 4/5 Öl, für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, mit 1/4, 2/3, 1/5, brauchen Sie einfach nur ungefähr die Maße nehmen nach dem Video. 1/5 Balsamico, dann Süßstoff, flüssiger Süßstoff, einmal, zweimal. Nach und nach werden Sie halt selber halt merken, wie es schmeckt, ob es zu salzig ist, zu süß ist und so weiter. So, und jetzt ist ganz wichtig, ein bisschen Wasser noch dazu. Ein bisschen Wasser. So. Und jetzt haben wir die Süße reingetan. Jetzt ist ganz wichtig, jetzt haben wir die Süße reingetan. Ja? Wir machen jetzt Salz rein. Einmal, zweimal. Und was machen wir? Mischen wir das Ganze. Ist ganz einfach. Zack. Fertig ist die Soße. Ja? So, nur jetzt müssen wir sie abschmecken. Ich koste jetzt. Muss ich die Ausgewogenheit finden zwischen die Süße und Salzig. Das heißt, ist mir jetzt noch zu süß, dann tue ich halt etwas Salz noch rein. Ja?
schmecke ich noch ab. Immer noch zu süß. Dann mache ich immer ein bisschen Salz noch dazu. Jetzt ist ein bisschen zu salzig. Also was mache ich? Gleiche ich aus mit ein bisschen Süße. Ja? Das heißt, irgendwann schafft ihr halt mit nur zwei Angriffen die richtige Ausgewogenheit zu finden. Ne? Aber jetzt ist perfekt. Nochmal mischen und fertig ist die Soße. Voilà! Die italienische Vinaigrette nach Balsamico und Olivenöl. Wer will, kann auch selbstverständlich etwas Kräuter reintun. Mir schmeckt sehr gut so. Bitteschön, wie einer will. Ja, voilà. Was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir einfach nur auf den Teller legen, nach eigener Fantasie, alle Produkte, alle Zutaten, die wir bis jetzt angeschaut haben. Halbe Zitrone, und die Soße ein
einfach oben drauf. Finito!